Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und vergib uns unsere Schuld, prominente Zeile im Vater Unser. In diesem Gebet, was wirklich alle Christen kennen dürften, das direkt auf Jesus zurückgehen soll. Diese Zeile hat die evangelische Kirche vor 75 Jahren auf die Nazizeit bezogen, auf die eigene Schuld in den NS-Jahren, ihre Mitschuld an den Verbrechen. Das ist vor 75 Jahren ganz brisant gewesen. Das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Wir haben heute den 75. Jahrestag des Stuttgarter Schuldbekenntnisses. Die deutschen Kirchen, sie schweigen nach Kriegsende. Schweigen zu den nationalsozialistischen Verbrechen, schweigen zum von Deutschland angezettelten Krieg. Als sich die katholischen Bischöfe im August 1945 in Fulda treffen, schickt das britische Außenministerium Colonel Sedgwick dorthin. Trotz beträchtlicher Zweifel gelang es mir, die Bischöfe dazu zu bewegen, eine klare Aussage über die deutsche Schuld in ihr Memorandum an den Kontrollrat aufzunehmen. Als sich zwei Monate später die evangelischen Bischöfe versammeln, ist klar, auch von ihnen wird ein Schuldbekenntnis erwartet. Nicht nur von den Alliierten, auch vom Ökumenischen Rat der Kirchen, dem weltweiten Zusammenschluss evangelischer Kirchen. Die deutschen Protestanten sind tief gespalten, gehörten doch tausende Pfarrer und Millionen Gläubige zu den nazitreuen deutschen Christen. Nur eine Minderheit zur bekennenden Kirche um Martin Niemöller. Als der erfährt, Württembergs Bischof Theophil Wurm plane ein Einigungswerk der evangelischen Kirchen, ist er entsetzt. Einigungswerk, da sind ja auch deutschchristliche Bischöfe drin und so etwas. Und der Neuanfang besteht nun darin, dass man die ganzen alten Leute und ihre Gedanken und ihre Zielsetzungen und so etwas wieder zu einem Brei zusammenleimt. Ab dem 17. Oktober sitzt man in Stuttgart zusammen, fasst zunächst Beschlüsse zur kircheninternen Entnazifizierung, zur Entfernung allzu belasteter deutschchristlicher Pfarrer, ehe man am 19. Oktober 1945 eine Erklärung veröffentlicht. Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Verfasst ist das Stuttgarter Schuldbekenntnis für die angereisten Vertreter des Ökumenischen Rates, von denen man sich Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau erhofft. Von den deutschen Kanzeln verkündet werden soll das Schuldbekenntnis nicht. Es findet trotzdem seinen Weg in die Öffentlichkeit. Ende Oktober titeln die Kieler Nachrichten: Evangelische Kirche bekennt Deutschlands Kriegsschuld. In der Stuttgarter Erklärung ist davon zwar keine Rede, aber einmal in die Welt gesetzt, sorgt es für Empörung. Von der Kirche erwarten die Deutschen kein Schuldeingeständnis, sondern Trost und Verständnis für das Leiden im kriegszerstörten Deutschland. Angesichts der Empörungswelle sieht man sich zum Reagieren gezwungen. Wenn wir dieses Wort auch vor Gott ausgesprochen haben als ein Bekenntnis zur Wahrheit und daher nicht zu fragen haben, was Menschen daraus machen, so scheint es mir doch angebracht, dass von uns ein deutliches Wort zu unserem Volke gesagt wird. Schlägt Theophil Wurm Ende November 1945 vor. Nur 4 der 27 evangelischen Landeskirchen folgen und veröffentlichen das Stuttgarter Schuldbekenntnis. Das MDR Kulturkalenderblatt von Hartmut Schade und Conny Wolter zum 75. Jahrestag vom Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche.